Du, ich bin offen, ehrlich, nervös. Ich bin die Gabi von Strauß und Fliege, Traurednerin. Wie wird die Trauung? Die Trauung wird so, wie das Paar sich das wünscht. Und das ist in einem Rahmen, das ist eine Zeremonie, die dauert ungefähr eine Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde. Und das Schöne an dieser Form der Trauung, sie ist, dass sich das Paar eben fühlt, als hätte sie jetzt mal Pause. Es kann sich zurücklehnen, als wäre es das Sahnestück ihres Tages. Und interessant ist auch, oder wichtig ist noch, dass es nicht nur das Paar, für das Paar so besonders ist, sondern auch für die Gäste. Das ist eine Zeremonie, die alle mit einschließt. Und das wird nichts Kitschiges, da wird kein Glamour und kein Glitzer sein, sondern das wird witzig, ernst, quasi ein Rückblick auf die Beziehung bis zu dem Tag, wo sie heute sind. Auf Chiemgau, du, ich bin Augsburger. Ich bin ein Augsburger, ich bin doch kein Oberbayer. Ich bin eine Augsburgerin. Augsburg. Beide Schwaben, gell? Aber ich habe, also wenigstens hör mir an, wo ich überhaupt herkomme. Ich habe so ein Gemisch aus Bayerisch, ja, Schwäbisch. Manchmal fließt da was an. Wenn ich mit den Schweizer telefoniere, dann kommen auch Schweizer Worte. Kann man gar posten, oder? So zum Beispiel. Und du hast. Oh, ich bin nach der Grenzöffnung, 90. 89, die Mauer ist gefallen und Gabi war in Berlin. Und das war, meine Herren, das war Berlin. Wir haben natürlich gefeiert und dann sind wir nämlich rüber, quasi Richtung Alexanderplatz, wo früher auch in der Nähe das Scheunenviertel war, also die ist ja heute noch. Und da waren Besetzerkneipen. Das war eine ganz coole Zeit. Also das war. Nach 3 Jahren habe ich gesagt, Schluss, ich bin ja eigentlich ein Landkind. Und nach 3 Jahren war mir die Stadt echt zu heftig. Meine Herren, die hat mich herausgefordert. Berlin war meine Herausforderung schlechthin. Im Winter, wenn keine Hochzeiten sind, oh du, dann gehe ich gern Skifahren. Dann gehe ich, ich murmel mich auch ein in meine Decke. Ich kann auch gut daheim bleiben. Ich kann gut mir endlos Filme anschauen, Bücher lesen.